Hallo und willkommen hier zur 30. Folge Transportfieber 2 auf meinem Kanal. Ja, unsere Finanzprobleme gehen auf jeden Fall in die nächste Runde. Wir müssen jetzt gucken, dass wir kostengünstig, also wirklich kostengünstig, ein Depot erstmal hier hinsetzen. Das wird ein richtig billiges. Da müssen wir jetzt mit leben. Das werden wir dann auf jeden Fall später auch nochmal austauschen. Und dass wir auch kostengünstig jetzt einen Zug finden, der unsere Strecke hier auf jeden Fall dann auch beliefern kann. Also wir werden auch auf jeden Fall mal wieder Güterverkehr mehr etablieren müssen. So. So. Und so. Passt das hier mit zweispurig? Naja, natürlich wieder nicht. Die 6 muss auf die 2. Und die... Die 5 auf die 1. Dann passt das wieder. Perfekt. So, dann ist das. Hier machen wir mal ein RE. Jettenhausen. Nach Meckenbeuern via. Ne, nach Markdorf. Nach Markdorf via Meckenhausen. So, wir brauchen einen kleinen Triebwagen, der im besten Fall weniger als 30 Millionen kostet. Gucken wir mal. Und auch nicht so viel Kapazität hat. 36 ist viel zu viel. Gibt es denn hier keine kleineren? 32. Hier unten. Ja, so ist gut. 60 ist vielleicht ein bisschen zu klein. 3 Millionen, 2 Millionen. Mit 60. Doch, nehmen wir erstmal den. Hinzufügen. Kaufen. Achso, wie schnell ist denn der jetzt? Gefährt denn der jetzt? 160, das passt. Hier haben wir den. Achso, Autosave. Gerade überlegt, hä, haben wir den nicht gerade gekauft? Dann sollte der ja gleich im Depot auftauchen. Den fahren wir natürlich auch mit. Das steht ja außer Frage. Wie sieht das hier mit den Bussen aus, aber das passt. Das scheint ja gut zu funktionieren. Leider machen die Busse einfach keinen Gewinn. Also Busse ist bei mir immer so ein Problem. Wieso wurde der jetzt nicht gekauft? Nochmal neu. Ah, ich habe aufs falsche Kaufen, glaube ich, gedrückt, war. So, 13 Millionen hat der gekostet. Das ist ja sogar recht kostengünstig. Also das muss man ja schon sagen. Und dann kommt der hier natürlich drauf. Wir lassen weiterlaufen und wir steigen auch direkt ein. Gucken wir mal, was gibt es hier sonst noch so für Kameras. Ja. Können wir mal kurz gucken, wie wir den schlängeln. Ich würde auch prinzipiell gerne dann Schnellzüge auf die Anlage bringen, aber das macht halt keinen Sinn, solange wir kein Geld haben. Bleiben wir an der Ansicht wieder. Achso, da hier wieder Pinsel malen. Hm. Gut, das machen wir dann gleich, sobald wir aussteigen. Schön in den Wald direkt rein. Dann durch die, oh, über die lange Brücke geht es ja auch. Und dann hoffe ich mal, dass der so ein bisschen was wenigstens bringt. Also wir brauchen unbedingt das Geld. Es ist einfach so.
Problem wird natürlich sein, dass er jetzt das erste Mal leer fahren wird. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber ich hoffe, dass er rückt so dann zumindest schon mal die ersten mit einem Dritten scheint echt rumzurennen. Auch sehr schön. Dann scheinen wir wirklich aus mit unseren Mitteln klarzukommen. Und keine Cheat-Mittel zu brauchen. So, hier ist auch noch niemand. Also wirklich auf Geschwindigkeit ist er jetzt auch noch nicht gekommen. Müssen wir jetzt mal gucken. Also Beschleunigung hat er auf jeden Fall gut. Das war nur eine Lok vorhängen. So, jetzt geht's erstmal auf die Brücke. Beschleunigung ist doch nicht so gut. Ich habe nichts gesagt. Ab in den Tunnel. Schaffen wir die 160? Ich vermute fast nicht. Ne? Ah, ne. 159 war es, glaube ich, das Höchste, was ich gesehen habe. Also war das Höchste, was ich gesehen habe. So, ja, hier stehen die ersten. Sehr gut. Genau. Und wie viele wären's? 16. Naja, immerhin. Genau, jetzt klappt das hier auch genau in beide Richtungen. Sehr schön. Hier ist noch nichts. Dann hoffen wir mal, dass uns das dann jetzt... der ist voll beladen. Das ist sehr gut. Ja, da kommen die ersten. Hoffentlich kommen die noch vor dem Zug am Bahnhof an. Ja, die kommen an. Sehr gut. Wir. Aha, okay, die waren sogar teils in die. Das finde ich sehr gut. So, dann gucken wir mal. Ob wir es schaffen. Mit dem Zug vielleicht sogar gleich nach der ersten Tour schon im Plus zu sein. Das wäre natürlich auch top. Auf jeden Fall werden wir gleich mal zurückzahlen. Um unsere Zinsbelastung runterzunehmen. So, nee, nicht ganz, schade. Es ist einfach nicht normal, ey, was hier in die eine Richtung will und was in die andere Richtung will. Und hier kam, glaube ich, gerade erst ein Zug. Hier genauso. In eine Richtung wollen 450 Leute.
Das ist voll. In die andere Richtung wäre so gut wie keiner. Das ist ja nicht normal, ey. Das ist halt einfach das Problem, was ich meine, was wir haben. Und dadurch werden die Züge halt nie nachhaltig ins Plus kommen. Guck mal, die Linie macht 7% miese. Obwohl sie die prinzipiell gut ausgelastet ist, aber leider halt nur in eine Richtung. So, wie viele warten hier? IC noch. Jetzt gucken wir hier mal. So, wir beobachten den jetzt mal, wo er die alle rausschmeißt. Weil hier ist, warten ja anscheinend auch 700 Stück. Was bringt mir ja nichts, jetzt hier noch einen Zug. Fahrzeuge verwalten. Ich muss jetzt mal gucken. Kann ich hier einfach noch Passagier, kann ich jetzt einfach mal vorne noch ein paar Waggons ranhängen? Kapazität erhöhen. Gut, ob es das ist jetzt finanziell mir nicht leisten kann. Okay, was ist denn, wenn ich hier einfach nochmal die Kapazität nochmal hochschraube? Achso, wie lang ist denn der jetzt? 287, ja, wird er zu lang. Da wird er zu lang. Achso, das sind schon extra Wagen. Ah. Okay. Dann nicht. Wir gucken jetzt mal. Ah, Ladegeschwindigkeit, der ist zu lang. Bist du gerade? Aber wir gucken mal, wir beobachten ihn jetzt mal. Es würde ja heißen, dass meine Bahnhöfe zu groß sind und das wäre ja ein Problem, was man durchaus lösen könnte. Also hier ist ja auch noch Platz. Gut, sondern die Straße halt versetzt, ist mir dann auch egal. Zustand von mehreren Fahrzeugen ist schlecht. Ja, ich kann mir das jetzt nicht leisten, euch hier neue Fahrzeuge zu geben. Ach, Geld leihen. Ja, jetzt haben wir halt die Zinsbelastung, das kommt noch dazu. Achtzig. Fahrzeuge verwalten, austauschen. Vielleicht bringt das was. Ja. Cargo. War hier nicht Ena gerade mit 3? Genau, das zeigt schon, dass zu viele unterwegs sind. Weg. Ena weg. Anwenden. Falsch. Anwenden. Anwenden. So, dann kommt einer weg. Einer weg. Und der Zustand der Fahrzeuge gleich verbessern. So, Bus Feldkirch, genau. Machen wir alle besser. So. Ja, ihr kommt auf jeden Fall eher weg.
Gut, jetzt haben wir zumindest schon mal ein paar wieder. Eieieiei. Naja, gut. Weiterlaufen lassen. Die Linie macht jetzt auch nicht mehr so berauschend viel Plus. Finanzen. Ja, es ist halt, aber die macht ihr's. Die wächst halt nicht, aber die macht ihr's. Wie sieht's denn hier aus mit der, die wir hier optimiert haben? Ja, okay, hier kriegen wir nicht alles weg. 10 Millionen, also müssen wir hier ein bisschen mal die Wagen erhöhen können. Was ist denn, wenn wir hier einfach mal so? Cargo? Schade, du kannst kein Getreide, kannst du aber kein. Schade, 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 schade. Brauchen vielleicht in der 20. Wie viel kann der, den wir haben eigentlich? Das ist der, der kann 13. Okay. Dann werden wir das mal erhöhen hier. Wie viel Kapazität haben wir denn jetzt? 43. Laien. 143 Kapazität. Wir brauchen hier Linie verwalten, Fahrzeuge verwalten. Wir brauchen mehr als 143 Kapazität. Ist immer noch gut. Können wir noch in? Nee, können wir vom Geld her nicht. Also, ich hoffe, dass du auch... Ja, perfekt. Bist du auf dem Weg dahin? Dass wir die Lok hier auch vernünftig auslasten. Gucken wir mal, wie viel Kapazität hat er jetzt? 280, das könnte schon wieder einer zu viel sein. Machen wir so. Machen wir mal 260er Kapazität. Gucken wir mal, wie viel ist denn hier gerade gelagert? Konfigurieren. Wir werden mal noch Plattformen. Hier. Gütergebäude hier. 30, 80. Ja, ist schon wieder minus oder was? Ja, scheiße. Also es ist echt schwierig hier ins Plus zu kommen, aber das wird jetzt auf jeden Fall mal gucken, was der dann bringt. Ob der dann die Einnahmen der Linie auf jeden Fall erhöht. Und so müssen wir halt jetzt irgendwie versuchen, nach und nach die einzelnen Linien zu verbessern und hoffentlich langfristig die Eisenbahn wieder aus den Schulden zu kriegen. Also, oder zumindest... Na doch, eigentlich wie ich so lang... Die muss jetzt wieder grün werden. So, mal gucken, was es wird. Wie fährt er jetzt? 8 Millionen fast. Das wäre natürlich top, wenn wir das aufrechterhalten könnten. Das wäre natürlich top. Müssen wir mal gucken. Was ist das hier? Ach, Investitionen, okay. Das wäre eine Million miese. Das ist auf jeden Fall schon deutlich verbessert. Also gerade Eisenbahn von... Guckt euch das mal an hier, von 17... Die Zeit, meine Einnahmen sind immer gleich geblieben ungefähr, aber die Ausgaben sind halt extrem gestiegen. Vorher ist es alles relativ mitgewachsen und dann ging das mit einmal los. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal. So, jetzt haben wir die Linie optimiert. Was haben wir noch hier? Die Öllinie, die hat uns ja eigentlich immer mit... Genau, die versorgt uns immer noch mit ordentlich Geld.
Das ist sehr schön. Ist die Fabrik hier? Wo haben wir hier noch Öl? Wo haben wir hier? Stellen wir hier das Öl her? Hier hinten, wa? Hält die überhaupt einer an? Und wäre das ja zum Beispiel auch wieder eine Sache, die man abreißen könnte. So, weg. Wird alles eingespart. Brauchen wir nicht mehr. Was nicht genutzt wird, wird erstmal weggemacht. So, LKW. Hier ist das nächste. Ist der mal ausgelastet? Der 14. Hier geht es nämlich auch schon wieder los. LKW-Treibstoff. Weg. Ganz einfach. Ganz einfach. Kommt weg. Was nicht gebraucht wird, kommt weg. Öl zu Treibstoff. Okay, das passt. Hier wird... Achso, der bringt, genau, der bringt Treibstoff hierher. Da haben wir uns den Zug dann gespart. Und die Linie macht ja auch gut Plus. Genau, das passt. Gut, wie sieht's denn hier eigentlich aus mit dem IC? Wie ist der gerade ausgelastet? Wo fährt der gerade? Wie fährt der gerade? Okay, ist gerade hier von der Endhaltestelle losgefahren. Was war jetzt so? Ja, hehe. Wo will der lang? Okay, also muss hier ein Fahrzeug verwalten. Fahrzeug 26 ist das. Okay, Fahrzeug verwalten. Ist einer wieder weg. Naja, mal gucken. Machen halt alle Verlust. Das ist halt so... zum Kotzen. Ja, und der fährt hier rein und da warten gerade mal 13 Leute. Mal gucken, wie viele der auslädt oder ob der Leute auslädt. Ja, naja, zumindest ein paar. Lädt auch wieder ein paar ein. Wie sieht's in der nächsten Haltestelle aus? Naja, da warten wir wenigstens ein paar. Den RE, den nutzen schon einige. Okay, Fahrzeuge verwalten. Können wir nicht klonen, haben wir nicht genug Geld. Dann leihen wir uns nochmal. Achso, ich glaube, so viel werden wir uns nicht mehr leihen können. Okay, wir sind kreditmäßig ausgeschöpft. Oh, jetzt kommt Geld rein. Jetzt kommt Geld rein. Ja, perfekt. So, der kann seine Leute dann noch ausladen und dann warten wir drauf, bis der an der Einhaltestelle ist. Und wegen mir kann er auch schon die neuen einladen. So, warte. Ich hoffe einfach so sehr, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wie, was ist denn jetzt? 1 Million ist jetzt unsere Zinsbelastung. Naja, müssen wir einfach mal abwarten. Das Einfachste ist halt wirklich die Einnahmen hochzukriegen.
So, wo muss der hin? Hier muss hier hinten. Wie viele warten hier? Oh. Sehr schön. Also der scheint sich relativ schnell zu lohnen hier, der RE. So, du kommst an, fährst bestimmt auch gleich wieder dann los. Gut, und du auch los. Hoffen wir mal, dass das dann die Einnahmen gleich noch mehr in die Höhe springen lässt. Perfekt. Gut, du fährst voll gleich weiter. Lädst du hier aus? Naja, mal ein bisschen. Aber die Frage ist, noch ein dritter RE wird sich höchstwahrscheinlich nicht lohnen, mal abgesehen davon, dass wir ihn uns eh nicht leisten können. Da würde es dann auch nicht springen. Wie sieht es denn bei den Linien jetzt aus? Achso, das ist jetzt nur die. Machen wir mal alle. Also wenn ich das so grob überfliege, müssten wir doch eigentlich locker im Plus landen. Aber wir gucken mal. Wir warten schon, also hier können wir definitiv noch ein RE einsetzen. Wir werden die aber die vorhandenen vergrößern. Aber vorher brauchen wir Geld. Der fährt halt fast. Aber die Linie macht Gewinn. Finanzen. Gucken wir mal. Einnahmen erhöhen sich auf jeden Fall. Tendenz ist doch eher steigend. Ja, beobachten wir mal. Aber der RE hier, der könnte auf jeden Fall noch deutlich mehr rausholen. Gut, ich mache das jetzt. Ich werde jetzt das Konto auf 40 Millionen setzen. Sprich, wir werden 50 Mio uns merken, die wir uns ersheetet haben. Und dann werde ich mal hier die Züge vergrößern, also auf eine Nummer größer. Und mal eine Weile laufen lassen und dann einfach mal gucken, wie sich das verhält. Und euch dann einfach mal in der nächsten Folge geben. Einen Bericht, ob ich es irgendwie wieder hingekriegt habe oder ob der Spielstand dann doch verloren ist. Ich hoffe natürlich das erste. Und genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder mit schwarzen Zahlen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.